Willkommen zurück. Der Brüller wartet. An die Stille erinnerst du dich. Du erhebst dich in Stille und gehst durch leere Straßen. Auf der Mauer stehen zwei Armeen und beobachten sie stumm. Deine Schritte hallen auf den Bodenbrettern, als du dich Juno näherst. Sie bricht das Schweigen. Es ist Zeit, sagt Juno. Sammle deine Verbündeten. Heute wird etwas enden. Etwas anderes wird beginnen und unsere Handlungen werden bestimmen, auf welcher Seite wir stehen. So, da ist meine Crew, die ich ja noch letztes Mal eingestellt habe. Wobei ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich das Geschickteste ist. Was hat der nochmal als... Achso, der hat diese Feder. Weil das natürlich die Frage ist, ob ich nicht lieber dem das geben sollte. Ja, vielleicht sollte ich den doch tatsächlich tauschen. Dann gehen wir mit Moga. Kriegt der die Feder. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber mehr Rüstung. Und kann Rüstung zerstören. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gegen Brüller. Ansonsten, ja. Werden wir wohl so losziehen müssen. Na gut, los. Hab keine Angst, hör zu. Ich versuche dich zu leiten, ja, schön. Silberfall. Brüller wird durchbohrt. Nur möglich, wenn die Trefferchance bei 100% liegt. Ach so. Das ist ein Problem. Dafür muss ich erstmal da ran. Dann schauen wir mal. Wie weit können die laufen, wenn die sich bewegen? Bis dahin. Quatsch. Ganz toll. Fängt ja schon super an. Kannst den Fall erst verwenden, wenn seine Rüstung zerstört ist. Was? Ich dachte, ich brauche den Fall, um die Rüstung zu zerstören. Sichere die Schützinnen, vor allem Schützinnen. Ich kann nicht gleich mehr weiter. Nein, nicht daneben klicken. Ist danach dran. Der, dann ist Brüller wieder dran. Dann 6 Schaden machen. Jawohl, nee. Schon okay so.
So. Kann direkt 6 Rüstungsschaden machen. Nein! Oh je, das könnte gleich ein Problem werden. So, wie weit reicht dieser Pfeil? Also gerade vor bis dahin. Und also eins nach vorne muss ich auf jeden Fall. Und zwei zur Seite. Da müsste ich ihn jetzt hier treffen, ne? Was? Oh nö. Ja, toll. Verliere ich schon meinen ersten. Oder wird sich erholen, bleibt man nie dran. Ja, toll. Na geh. Weil ich kann sie nicht mehr lange zurückhalten. Ja, das ist schön für dich. Super. Tja. Also muss ich noch da laufen, ja? Also muss echt die Rüstung erst komplett runtergehauen. So, ja toll, wie soll ich das denn machen? Ne, der geht halt schräg drüber, oder? Ne, geht er nicht.
Rüstungsschaden. Nee, Moment. Ja, toll. Wie soll ich das denn machen? Ja, das sieht ja jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Kann ich jetzt den Silberpfeil benutzen? Ja, ich. Alet, nein, bitte helft ihr. Schnell, Rook, mach kurz einen Prozess mit Brüller. Ja, wieso? Jetzt hat er wieder 18-18. Boah, ist das mies. Boah, nö. Das finde ich jetzt echt gemein. Okay, der hat viel Schutz. Da würde man das jetzt mal noch da. Jetzt mal noch hier. Na gut, weiter geht's. Versucht den Steinsänger direkt platt zu machen. Bring es zu Ende. Achso, nee, ich kann ja nicht drum herum gehen. Ach, der ist betäubt. Ach, gut. Kann er nicht so viel Schaden anrichten. Sag ich doch. Buller ist für 100 Pilze. Ja, schön, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Erstmal muss der sich wieder bewegen können. Da. Erstmal den da loswerden. Dass sie die ganze Zeit so dringelt, ist ein bisschen lästig. So, runter mit der Rüstung. Jetzt haben wir natürlich auf den ein, wie blöd. Wie weit kommt er mit seinem Blitz? Nicht weit genug.
Jetzt hat er leider keine Spezialfertigkeit mehr. Ja, den muss ich leider warten. Genau deswegen. Oh nein, genau dazwischen. Ach nee. Ach, den treffe ich nicht. Nächstes Schild. So, jetzt. Ich hoffe, von da aus treffe ich den. Ach, der war betäubt. Och, Mensch. Also ich kann den Schmerzbringer gar nicht ansetzen. Dann stellt sich die Frage ja nicht. Oh nein, nicht auf den! Nicht auf den! Nein! Jetzt haut er den auch noch Platz. Oh nein. Thank you.
Tja, das war's aber dann. Zuletzt siehst du Brüller über dir stehen und du weißt, dass dies das Ende ist. Alles, woran du so hart gearbeitet hast, in einem Augenblick ist es dahin. Du bist gescheitert, was willst du tun? Zum letzten Kontrollpunkt zurückkehren, eingespeichert, Spielstand laden. Tja, dann kehren wir zum letzten Kontrollpunkt zurück. Ich hoffe mal, das ist... ich hab's befürchtet. Das heißt, wir dürfen diese Schlacht nochmal machen. Das mache ich, aber in der nächsten Folge. Und ich denke, ich werde auch nur direkt die Schlacht um Brüller machen. Vielleicht schließe ich es auch direkt an diese Folge an. Also, wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf einen neuen Versuch. Sie sind wieder alle voll. Was genau macht er eigentlich? Ach ja, was war das? Sollten wir die vielleicht genau umgekehrt stellen, nicht wahr? Den lassen wir einfach da hinten. Dann geht's los. Trennender Schlag. Kann er mir zumindest nicht mehr so viel Schaden machen. Lassen wir den erstmal stehen. Leider nicht ran, insofern bringt ja nichts. So, da kommt er. Und jetzt kann ich auch ran. Kann 4 Schaden machen. Was macht er das noch? Oh, achso, nee, das macht das nicht. Also, was heißt Rüstungsschaden natürlich nur machen, oder? Wie? Der kann schon wieder laufen? Oh, nö! Wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. War jetzt irgendwie ein bisschen unerwartet. Wie sieht's mit den Rüstungen aus? Brauche ich ihn hier wohl. Das ist jetzt nicht vorbei, wenn Rook umfällt. Das sieht nicht so aus. Er schlägt bei jedem Treffer zu, den er abkriegt.
So, auf die Rüstung, dann kann ich ihn jetzt leicht besiegen. Na komm her. Läuft zwar dummerweise nicht rum, aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, es reicht, wenn man den einfach nur umhaut. Weg mit dir. Alette, nein, nicht sie. Wo sind die Magier? Rogue, sie können ihnen nicht mehr helfen. Steh auf. Du nimmst das Chaos rund um Kamwa. Wüter fliehen vor Wahlkriegern, die ihren Vorteil nutzen. Brüller ist tot. Du nicht. Wir müssen gehen. Lass mich Alette nach Börskar tragen. Wir werden ihr die Ehre erweisen. Juno hatte recht. Jetzt, da Brüller gefallen ist, fliehen die Wüter vom Schlachtfeld. Du kehrst nach Börskar zurück, erinnerst dich aber später nicht wie. Nur der Anblick, wie Ivar Alets regellosen Körper trägt, brennt sich in dein Gedächtnis. Ja toll, wenn ich jetzt selber geschossen hätte, dann... Obwohl, vielleicht jetzt ist er auch erwischt, wer weiß das schon. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und was Eivind so zu sagen hat. Wir müssten also genug Zeit haben, um Schiffe zu bauen. Du könntest recht haben. Die Wüter scheinen plötzlich nicht mehr an uns interessiert zu sein. Jetzt, wo Brüller gefallen ist, ziehen sie ihre Wege. Die Raben haben die Docks freigehalten. Juno spricht gerade mit ihnen. Wenn die Langschiffe fertig sind, können wir den ganzen Weg nach Abarang segeln. Mit Glück, bevor die Dunkelheit hier eintrifft. Wie weit südlich ist sie denn schon? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht weit. Wir bringen den Prinzen wieder nach Hause und Hakon hat schon beschlossen, mit uns zu fahren. Viel anderes bleibt ihm ja auch nicht übrig. Die beiden sehen auf, als du dich näherst. Rook, es ist Zeit. Bald sind wir bereit, Börsgard zu verlassen, um einen sicheren Ort zu finden. Ein Schiff ist schon fertig bei den Docks. Ich habe es für Alette vorbereiten lassen. Ich ertrage den Anblick nicht. Komm schon, Rook. Es ist Zeit, deine Tochter zu ehren. Stone.
Ja, das wohl war wohl Silvana da, ne? Mit einem traurigen Ende. Aber es hat mir eigentlich gut gefallen. Schönes Spiel. Grafik ist sehr gut gelungen. Kämpfe. Ja gut, da muss ich mich selber manchmal fragen, was ich da so gemacht habe. Ich finde die Musik sehr schön, gefällt mir sehr gut. Passt vor allem von der Stimmung immer schön. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Man sieht sich vielleicht bei The Banner Saga 2. Und ansonsten, wie immer, lasse ich den Abspann durchlaufen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.